Hallo und herzlich willkommen. Dieses Jahr ist es jetzt wieder mal soweit. Die Honigschwämmchen kommen rein. Wir haben heute den 1. Mai. Eins vorweg muss ich jetzt erstmal sagen. Heute ist Feiertag. Heute kommen wieder die ganzen Autos hier vorbei. Also um den Autolärm kommen wir heute nicht rum. Wie gesagt, heute gibt es die Honigschwämmchen, die wir dazu hängen. Und ja, so kann das auch gehen. So sollte das eigentlich nicht sein. Ja, da haben wir den ganzen Salat schon. So. Muss ja immer eher an etwas schief gehen, es kann ja nicht immer alles glatt laufen. Machen wir das Ganze so. Unser ganzes Sammelsurium nehmen wir jetzt mal hier hin. So. Erstmal wollte ich wieder mal was dazu erklären. Und zwar haben wir ja diese Dadant-Honigschwämmchen, die so aussehen. Dieses Jahr lassen wir auch wieder die Bienen selber bauen. Wir geben zwei Rähmchen, die vorgegeben sind mit Mittelwände und die anderen alle sind dann ohne. Das hat letztes Jahr wunderbar funktioniert und das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Aber eine Änderung gibt es und zwar sieht man diese Kiste hier. Was haben wir gemacht? Wir haben uns gedacht, diese Rähmchen sind uns einfach zu klein und so sieht die ganze Geschichte aus, wenn ich das da drauf lege. Es wäre natürlich wieder welche denken, ja, der hat sie dann immer alle. Der ist doch, die kann ja nicht mehr ganz dicht sein, aber das ist ein Experiment, was wir machen. So viel länger sind diese Rähmchen, die sind selber gebaut. Und hier kriege ich jetzt einfach mehr Honig rein, als wie in diese Dinger hier. Und das werden wir dieses Jahr mal ausprobieren, wie das funktioniert mit den Rädchen. So, soweit hin die Erklärung. Und jetzt wollen wir einfach mal an die Arbeit gehen. So. In diesem Fall hier. Hier ist schon richtig was passiert. Man kann hier schon sehen, die Bienen tragen hier schön viel Pollen ein. Und wir impfen ja ohne Absperrgitter. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass die Königin noch da oben geht und in den Waben hier brütet. Das Risiko müssen wir eingehen, aber das hatten wir letztes Jahr auch schon gehabt. Da hatten wir in den schmalen Rähmchen oben Drohnenbrut drin gehabt. Okay, das nehmen wir in Kauf und wir werden sehen, wie die Sache funktioniert. Ich werde die Kiste erstmal aufmachen. Man konnte auf verschiedene Kanäle mitverfolgen. Da war schon das Ding da war. Da waren die ersten schon Mitte März mit den Honigschwämmchen dran. Ja, ja, nicht dran zu denken. Die anderen waren Anfang April, dann waren welche Mitte April. Wenn wir jetzt hier mal gucken, es hatte jetzt gestern schön wunderbar geregnet. Jetzt fängt es langsam an grün zu werden. Und die Natur explodiert jetzt so ein bisschen. Hier fängt es gerade mal so richtig an. Und für uns ist jetzt die Zeit, den Honigschwamm draufzusetzen. Mitte April hätte ich hier ja nichts draufsetzen brauchen. Da ist noch ja nichts gewesen. Was soll ich da? Und ich habe da jetzt noch Futter drauf. Weil warm, kalt, der Wechsel. Mal drei Tage konnte die Biene nicht fliegen. Haben wir da Futter drauf getan, um die Biene einfach bei Laune zu halten. So, jetzt wollen wir mal aufmachen.
Das Futter ist einigermaßen gut abgenommen. Gucken jetzt, wie das hier aussieht. Ja, eine Menge an Bienen. Ja, das ist wie immer das ganze Problem. Wie machen wir das jetzt? Um jetzt wenig Bienen zu zerquetschen. Ey, ey, ey. Jetzt nehmen wir die jetzt alle raus. Also hier ist die Kiste gut gefüllt. Alle Waben sind hier gesetzt. Oh, die ist schon richtig. Da ist schon richtig was los. Am besten hätte ich hier den Smoker mal angemacht, damit ich die hier mal reinkriege. Aber so ist die nicht reinzukriegen. Oder wie machen wir das? Ich muss die ja sowieso mit der Folie abmachen. Also so sieht die ganze Geschichte hier aus. Ja. Da muss man einfach jetzt mal sehen. Ich habe da schon die Befürchtung, dass die nach oben gehen werden und oben auch noch bebrüten. Aber das Ganze werden wir sehen. Across the main street, when you first laid eyes on me, I remember, 'cause I noticed you turned your head to really see. Now you've been busy. So, die nächste Kiste. Das ist der berühmte Schwarm. Die sind bei weitem noch nicht so weit. Aber gucken, wie das hier aussieht. Hier haben wir das Futter abgenommen. Ja, es geht. Da kommen mehr Bienen raus, als wie ich jetzt gedacht habe. Jetzt kommen wir zu der Kiste, wo jetzt immer noch der Wildbau drin ist. Den werde ich noch drin lassen. So, wie das jetzt hier innen drin aus. Kannst du mal, wir gehen nachher noch, wenn die Folie ab ist, noch mal ein bisschen näher ran. Du kannst auch mal näher rankommen hier. Die beißen nicht, die Bienchen. So. Hier ist der Wildbau drin, erstmal das Futter. Das ist also auch ziemlich groß, das Volk. Das hat also eine richtig schöne Vollstärke. So, jetzt muss ich wieder meinen Hut aufsetzen, das wird sonst so kriminell. Ah, wenn man schon dieses Geräusch hört. So. Jetzt kommt die Folie ab. Bienen ohne Ende. Mein Gott. So. Das wäre geschafft. Mit der Hoffnung, dass wir jetzt schönen Honig bekommen. In ein paar Monaten. Und die Völker haben sich alle einigermaßen beruhigt. Die Gitter habe ich hinten teilweise ab. An der gelben sind sie noch dran. Da ist mir noch so viel los. Da warte ich, bis sich das ein bisschen beruhigt hat.
Da werde ich die Gitter da auch noch abmachen. Ja, der Honig 2015 kann kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird, ja, ob es ein gutes Honigjahr wird oder nicht, das hängt jetzt noch vom Wetter ab. Wenn der ganze Juni noch verrechnet ist, man weiß ja nie, was kommt. Können wir unter Umständen noch Pech haben damit. Aber jedes Jahr ist ja immer ein anderes Jahr. Und wir werden sehen, wie die ganze Geschichte läuft. So, soweit hin. Thema Honigraum aufsetzen. Wir sehen uns bald wieder.